Heute haben wir gesehen, haben wir rhythmisch gearbeitet, plus die Choreografie vom Quadrat, der Kruxe. Sehr wichtig ist, wenn wir den ersten Schritt von dem Quadrat machen, der Kruxe, der Mann steht seitlich vorbei. Deswegen ist es diese Oberkörperverdrehung. Es ist nicht eine extra Verdrehung, um irgendwas zu machen, sondern okay. So viel wie wir parallel bleiben. Sollten wir nur die Oberkörper betreten, das heißt diese Dissoziation. Dann führen, 1, 2, ab hier zur Seite. Absetzen, 1, 2, 3. Wieder von vorne. Wie führen wir die Frau seitlich? In das, dass wir präsent bleiben mit unserem Oberkörper und uns bewegen. Weil die Frau immer frontal bleiben wird, wenn wir uns bewegen, die Frau kommt mit. Was uns damit war ganz wichtig, wie wir es daher führen können, dass wir immer frontal bleiben, und zwar mit dem Brustkorb, dass wir uns mitnehmen und wir suchen den Kontakt, suchen mit dem Herrn in Verbindung zu bleiben. Wichtig, wenn er uns führt, dass wir mit den Beinen reagieren und nicht vom Oberkörper weggehen. Lassen wir die Führung vom Oberkörper direkt in unsere Beine gehen. Damit wir das schaffen, müssen wir die Tango-Haltung haben und die Linie im Körper. Wir haben das gemacht auch im Backgehen. Immer, dass wir auf der linken Fuß sind, haben wir gemacht diese rhythmische Arbeit. Und es ist überhaupt wichtig, das Wichtigste beim Tango, das Gehen. Elena, muchas gracias. Muchas gracias.